als ich mit den Beweisen dafür, den Fotos und allem drum und dran, zu meiner grünen Abgeordneten im Bürgerbüro gegangen bin und gesagt habe, hier, so sieht's aus, ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung, ist 3 Tage später mein Boss zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, ich muss dich entlassen, da werden von ganz oben große Räder gedreht, die ich nicht mehr halten kann. Ich kriege keinen Job mehr in der Luftfahrt. Jeder, der gerne wissen möchte, wie das aussieht und wie das gemacht wird, der kann dann zu mir kommen, ich habe hier alles mit. Ich möchte dazu nur sagen, als wir fertig waren mit dem Umbau dieses Fliegers, also wir haben den innen entkernt, haben die ganzen Tanks eingebaut, haben die Leitung gelegt, haben diese Sprüheinrichtung installiert, da wurde uns gesagt, ich war ja Zivilangestellter unter Kontrolle des Militärs, dass das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum das praktisch als Test macht, ja, der Flieger fliegt vorne weg, dann fliegt denen ihr Partikelmessflugzeug hinterher und misst Partikeldichte, Ausbringungsparameter und so weiter und so weiter. Die wollen ja schließlich wissen, wie sich das verbreitet. Und wir waren fertig und da kam dann das Militär und hat uns angewiesen, Vollschutzanzüge und Atemmasken zu tragen, denn die Tanks müssen jetzt befüllt werden und die Substanzen, die da reinkommen, ja, Aluminium, Sulfide, Bariumoxide, was weiß ich, sind durchsetzt mit nanopartikelgroßen Polymerverbindungen, die sind für euch hochgiftig, also ihr habt jetzt Schutzanzüge zu tragen. Und so viel dazu. Also ich wollte nur sagen, wir fliegen in eine ökologische Katastrophe und jeder, der das nicht begreifen will, den kann ich gerne die Beweise zeigen und ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Ich bin bereit, überall aufzubauen. Vielen Dank.